Was? Hier und sie ist hier. In dieser Umgebung kriege ich gerade Gänsehaut. Oh nein. Schau mal, das hier könnte doch auch so eine Ganoven-Ecke sein. Könnte. Wartet. Hey. So, jetzt geht's weiter. So, Kamera läuft. Gut. Jetzt drehen wir in Hollywood vor. An alle Wagen. Wir haben eine Botschaft erhalten. Es ist wirklich dreist. Denn ein Bombenleger will unser Reviergebäude aus der Stadtkarte löschen. Das ist wirklich dreist. Wie konnte er dort eine Bombe platzieren? Wissen wir nicht. Aber die Wache ist ja öffentlich zugänglich. Wäre schon sehr makaber, wenn er Erfolg hätte. Kommt schnell zum Revier, damit wir die Bombe finden. Kommt schnell zum Revier, damit wir die Bombe finden. Das sind echt geile Synchronsprecher. Soll ich auch mal so sprechen? Ab zum Revier. Tatütata. Also was in Köln da so alles abgeht, ist schon krass. Ich würde da nie hinziehen. Hey, sieh mir. Siehst du den Typen da vorne? Da, Ben, da! Die sehen aus wie die Bombenleger! Ja, die hab ich Dann holen wir das Lasso raus und legen die Mistkalle an die Leine. Los, bist verhaftet. Beweg dich! Hey, Simir, siehst du den Typen da vorn? Meinst du auch, der könnte was mit der Bombe zu tun haben? Na, fahr doch mal! Ich wette, dass in dem Wagen die Bombenleger unterwegs sind. Ja! Wir sollten die Typen unbedingt entschärfen. Oh, geiler Wortwitz. Der war richtig gut. Bum, bum, bum. Wir schießen auf die, aber wenigstens. Ich wette, dass in dem Wagen die Bombenleger unterwegs sind. Wir sollten die Typen unbedingt entschärfen. Wieder der Wortwitz. Ich habe ja keine Ahnung, wie oft wir die mit Autos schießen können. Mal sehen, können wir auch Lichter zerschießen? Ich wette, dass in dem Wagen die Bombenleger unterwegs sind. Wir sollten die Typen unbedingt entschärfen. Ja, ich schieße ja schon drauf. Hey, Simir, siehst du den Typen da vorn? Meinst du auch, der könnte was mit der Bombe zu tun Blinker, haben? Blinker, Bombenblinker. Meine ich auch. Mal sehen, können wir durch die Scheibe schießen? Bob. Ich wette, dass in dem Wagen die Bombenleger unterwegs sind. Ey, aber dieser Realismus in diesem Spiel ist schon geil. Ja, genau wie die KI. Und genau wie der Spieler. Da, Ben, da! Die sehen aus wie die Bombenleger! Genau, finde ich auch! Dann holen wir das Lasso raus und legen die Mistkalle an die Leine. Oh, Leute, ja. Was denkt ihr, was ich gerade versuche? Ja. Ich wette, dass in dem Wagen die Bombenleger unterwegs sind. Wir sollten die Typen unbedingt entschärfen. Ja. Die kann ich annehmen. Kann ich annehmen? Warum solltet ihr es mir auch schreiben? Wäre ja auch nur viel einfacher. Bom. Hey, Simir, siehst du den Typen da vorn? Meinst du auch, der könnte was mit der Bombe zu tun haben? Ja, finde ich auch. Toll. Gut, jetzt müssen wir den nur noch annehmen. Oh, wir können die Kamera wechseln. Stylisch. Da, Ben, da! Die sehen aus wie die Bombenleger! Dann holen wir das Lasso raus und legen die Mistkalle an die Leine. Warte mal, wir machen jetzt mal, wie die Polizei einfach mal Stau löst. So. Ja, genau! Lass mich nicht nach hinten durch, du! So, nach hinten. Und wer mir fehlt jetzt an? Der Bombenleger hat es doch geschafft! Hey, Simir! Siehst du den Typen da vorn? Meinst du auch, der könnte was mit der Bombe zu tun haben? Bombe. Hier die Zentrale. Eine der Überwachungskameras liefert kein Bild mehr. Und wieder Papierkram. Guck dich das mal an. Guck mal, das ist kaputt. Hier sind gerade Bomben explodiert. Und nichts passiert.
Wand. Also dieses Spiel ist wirklich ein Dreck. Ja. Also nicht nur, aber es ist doch kein so tolles atemberaubendes, geiles Spiel, das man den ganzen Tag lang zocken kann. Bumm. La 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 la. Guck dir mal den Typ da an. Der macht ja einen ziemlich finsteren Eindruck. Lass uns mal dranbleiben. Ja, da sollten wir dranbleiben. Polizeiarbeit. Hey Partner, der Typ scheint mir verdächtig. Da heften wir uns leise dran, oder? Wartet mal. Streife beenden, ja. Nein, Hauptmenü. Option, nein, Spielsteuerung. Tastatur. Mal sehen, steht hier was dazu? Aktionstaste ist F. Jetzt wissen wir was. Gut, danke. Citywache. Lego Citywache. Erinnere mich nur daran. So. Installieren wir die Kamera. So, die Kamera sollte uns jetzt mal zeigen, was wir sehen wollen. Und Action! Bisschen auf dieses Spiel schon. Ich war doch eben da, Leute. Ich soll wohin, wo es nicht. Da kann ich nicht rein. Nur so zur Info. Da ist ein Garagentor vor. Soll ich da hinkommen? Nur so als... Ach, schau mal einer an. Da vorne fährt ein Teil der Fahndung. Ben, bitte, nenn mir nur einen guten Grund, dass man bei einer Beschattung Blaulicht und Sirene benutzt. Oh. Abend? Ist das ein Lappen? Mal sehen. Er bemerkt uns nicht. Blinker setzen? Und um die Ecke. Stop. Eingang Notruf wegen Diebstahl. Täter mit gestohlenem Fahrzeug auf der Flucht. Alle verfügbaren Wagen sofort die Verfolgung aufnehmen. Bom. Zentrale an alle Einheiten. Wir haben wieder einen Anruf eines Bombenlegers. Er hat sich das Museum ausgesucht. Direkt neben dem Dom würden viele Menschen einer Explosion zum Opfer fallen. Außerdem eröffnet heute eine große Gastausstellung aus einem amerikanischen Museum. Es sind auch viele geladene, namhafte Gäste dort. Ja, hier Cobra 11, wir machen uns auf die Suche nach den Attentätern. Schickt jeden Hinweis, den ihr noch reinbekommt. Einheiten, um das Gelände abzusperren. Alles klar, wir sind bereits auf dem Weg. Hier Wagen 25, wir sind am anderen Ende der Stadt und beeilen uns. Oh, Junge. Boom.
schießen jetzt einfach mal auf alle LKWs, die wir sehen, ne? Oh, explodiert. Bom, so realistisch. Jedes Auto explodiert sofort. Bom. Zap. Bom. Blablabla. Ba-ba-ba-ba. Und rechts. Ja, wir können auch nicht rüberspringen. Geil. Will die Autos hier fahren? Wie der Henker. Haben wir Schaden repariert. Woo. Da wurde ich angeschrieben. Okay, da sind die Bomben. Lega. Boom. Hau ab. Polizei. Würde ich sagen, nach dem Auftrag machen wir auch erstmal Cut. Recht lang, bis selbst. Weil ich habe gerade keinen Bock mehr auf das Schwert. Vielleicht war es dann auch schon mit dem Let's Test, denn wir haben ja auch jetzt schon einiges gesehen. Schießen drauf. Nur so. Hier ist der Tuner, den ihr versägt habt. Ich hab versprochen, dass ich mich melde, wenn was ist. Und? Ist was? Jo, hier sind ein paar Typen aufgetaucht und ich glaube, ich krieg hier gleich ordentlich was auf die Maske. Aha. Das ist schlecht, aber da musst du die Streifenpolizei rufen tun. Nee, das sind die Typen, die ihr suchen tut. Deshalb rufe ich ja an. Oh, Leute, wie viele Rammaktionen und Schüsse hält der Typ eigentlich aus? Halten die Typen. Ist er tot? Egal, also, ja, das war's erstmal nicht. Ciao.